Herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks. Natürlich weiter mit den beiden Strichern. So, drücken wir so heute mal aus. Bitte? Bitte? Piep. Piep. Ins Geschiss. So, 10er Gefecht. Netten? Nee. 9. Aber das Matchmaking heute ist echt unter aller Sau. Durchgehend. Perfekt. Ach du Scheiße. Naja, egal. Die Map also, habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Ewigkeiten schon nicht mehr. Ja. Sag, ich weiß hier gar nichts bei der Map. Große Heavy Tanks, so wie jetzt Steiner und ich schon stehen, durchmarschieren. Okay, also komme ich hinter euch her. Nee, ja, du brauchst einfach nur geradeaus durchfahren. Ja. Ist die Frage, ob wir jetzt an der ersten Gabelung stehen bleiben, beim ersten Stein, oder einfach erstmal probieren, hinten durchzurutschen. Den zweiten Stein. Guck mal, was zuerst aufblinkt. Weil beim Löwen ist es schon besser, wenn du die Wanne ja verdecken kannst. Der Turm ist bouncy. Steiner ist ein AFK-Fahrer. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Doch, wir hängen Steiner ab. Ich glaube, der E75, ja. Der ja, macht P-Jogging. Das bringt echt was. Ja. Ja, klar bringt das ein bisschen was. Ich war auf dem Gras, so jetzt komme ich mal ein bisschen weiter auf die Strecke ruf. Ja, kommen sie zusammen hier. Ja, super, der größte Panzer ist AFK mit. Oder was? Ich weiß nicht, wie man AFK gehen kann. So, reicht es? Ja, reicht. Erstmal du bist vorne zu dem Stein da kommen, das war das Wichtigste. Jetzt bewegt er sich doch. Na Gott sei Dank. Oder er hat geguckt. Er hat erst geguckt, wie sich die Leute verteilen. Gibt's ja genug Leute von. Will man ja nicht unterstellen, dass die Leute immer gleich AFK gehen. Ich ja. Nee, ich nicht. Sollen wir dann eine was Arsch? Cool wäre, was ich cool finden würde, Björn, wenn dieses Tarnnetz, was man sich auf dem Panzer macht, man sehen würde, wenn das aktiv ist, auf dem Panzer. Ja, das wäre schon optisch nice, ja. Ja, dann würde man auch sehen, ob manche Leute ihren Jagdpanzer vernünftig spielen oder nicht. Ich mache das zum Beispiel auf den Jagdpanzer und auf den hier drauf. Man braucht es ja nur einmal kaufen und immer hin und her switchen. Gute Entscheidung, das war nur... Ja, bin ich... Wir sind wäre zu auch dritt. Nice. Das schaffen wir ja wohl. Wir teilen ja wohl nur vorne, Schaden zu dritt aus. Vorne... Ja, ich glaube, wir kommen nur über die Außenseite gut her. Was ist denn hier heute los? Steht keiner. Hilft es? Nichts, gar nichts, nothing. Mann, die heute. Da fahre ich weiter vor und dann rechts die Leute da wegmachen. Weil da ist doch der Berg. Ja, da dann kann das Yardi nicht reinkriegen, los. Wir müssen halt zu dritt volle Pulle da reingehen. Ich fahre, fahr hier, komm, fahr gleich runter. Oh, da kommt gleich hier runter. Die Su. Ja, warte. Falls hier gerade mittig gleich den Berg und der runter. Der AMX steht. Hab's geschafft. Vorsichtig, der Autoload. Ah, jetzt kommt doch was. Komm. Nee, immer noch nicht. Also, schnell runter. T34. Runter, genau. So, ja, okay, sieht gut aus. So, T34. So, den alle drei aufs Korn nehmen und dann rum um die Ecke. Warte, ich komme. Und Feuer. Komm, da Feuer, sitzt Feuer. Da sitzt ach, da steht da noch sitzt mehr rum, siehst du? Siehst du, der AMX, hab ihr das nämlich schon gesagt. Jawoll! Sehr schön. Oh, ich muss. Oh, Kette. Ich stell mich ein bisschen vor. Wieder Kette kaputt. Ja, mach erstmal den AMX. So geil. Ja, Björn, deck dich. So, ah, oh, ich auch. Ja, scheiße. Ja, Kette. Jetzt ist heile. AMX, gut. Erstmal den hinteren. Ah, okay. Der ging nicht durch. Zurück wegen der scheiß Arti, wer weiß. So, alle nachgeladen? Nein. Jupp. Und wieder nach vorne. Jetzt, Attacke. Steht natürlich scheiße schräg, aber egal. Los, hauen weg, bam. Schön da rein, wo die Leute nicht durchgekommen. 3, 2, 1, bin geladen los. Und letzter Versuch. Hau drauf. Deiner, nächsten, um die Ecke rum, die Su. Ja. Scheiß drauf. Ja, am Eck steht jetzt zwar, da hinten. Oh! Egal, komm, rum. Der ich hab nicht mehr den, viel. Der hab nicht den AMX hab ich im Visier. Oh, die Su, die brauchen nur. Oh! Ah. Scheiße, zurück.
Ist da mehr oder was? Ich bin down. Warte. Versuch den HMX erstmal da wegzukriegen. Der ist böse. Sehr schönes Ding. LOL, wo schieße ich denn hin? So. Oh, die lassen sich. Nein! Die anderen. Guck dir das an. Schön. Um die Ecke. Und weiter. Ab zum Spawn von dem. Ich küsse hier die ganze Zeit so einen anderen Löwen. Ich bin heute ein Sidescraper. Die sind doch schon fast bei uns. Meinst du? Ja. Naja. Die sind außen durch. Ich fahre einfach vor. Cappen, ich gehe spotten. Scheißegal. Ja, gleich ein Cap-Kreis rein. Ja, ja. Aber wenn da die Arti steht, so weil es gibt jetzt noch eine Arti, ne? Ja, aber das ist, ja, die ist ja gleich weg. Da ist sie. Los, weg damit. Ups, während der Fahrt ist auch nicht gut. Lol, ich nicht getroffen. Drüber. Was ist denn das? Ich auch. Ich habe auch drüber geschossen. Ich brauche jetzt noch 9 Sekunden. Cap-Kreis. Scheißegal, alle in den Cap-Kreis. Au. Was? Ja, der ST1. Scheiße. Vorsicht. Ja, super. Vorsicht, ST1 um die Ecke. Dann campen sie hier noch rum, ey. Oh. Hinter das Haus am besten, oder? Ja, irgendwo hier verstecken. Mensch, fahr, ey, Kiste. So, jetzt kommen sie zurück, die Drecksbande. Ja, klar, kommt jetzt zurück. Jawohl, und der WT noch da unten. Vorsicht. Ich hab einen Abpraller. Und der WT noch da unten. Los, nur verstecken. Hopp. Nein, nein. Mit der IS. Ja, aber ich muss mich doch hier bewegen. Ja, du verstecken hinterm Haus. Ja, und da vorne ist der andere. Schön, dass er da oben nicht hilft, der Typ. Ja, nee, der Typ macht den Waffenträger und den ST1 da oben noch, hält in den Schach. Ja, Mensch, schafft da, Jungs, schafft da. Nur zurück, ja, das war's, ne. Das schafft da. Kommt, Jungs. Dieser scheiß ST1 muss nur noch. Fuck. Fuck, jetzt kommt es. Irre, scheiße. 12 Sekunden, 10. Ja, jetzt, nein! Jetzt haben wir verloren. Draw wird's auch nicht mehr. Mit der Nummer. Jo, jetzt ist das Thema durch. Schade. Sehr schöne Runde, aber. War ja eine coole Runde. Also, ich fand sie jetzt richtig nice. Weil wir richtig übel zusammengespielt haben. Nur ich hab das nicht gedacht, wo ich mich hinstellen sollte. Steiner hätte mir besser Koordinaten. Hinterm Haus. Komm. Ja, hast du einen Blindshot mitgegeben. Nein. Scheiße. Aber das war richtig nice zusammengespielt. Ja, gut. Wie gesagt, da konnte keiner was für jetzt. Gut, Steiner Platz 1 mit 1894 Schaden mit 7 direkte Treffer, 7 Wirkungstreffer. Danach kommen Björn mit 7 Treffer. 7 direkte Treffer, 7 Wirkungstreffer, 1807. Dann komme ich mit 4 direkte Treffer, 3 Wirkungstreffer, 848 Schaden. Eigentlich nicht schlecht. So. Und gleich nochmal, würde ich sagen, ne? Dasselbe. Das hat gerade Spaß gemacht. Ja. War doch cool. Ich fand's cool. Dieselbe Map nochmal, die hat Spaß gemacht gerade. Ja. Aber Steiner ist ja aufgefallen, der Löwe wirft wirklich mehr ab. 10% sind es doch, die dann Unterschied sind, ne? Güte, Pony. Der redet nicht mit uns. Was denn? Ich hab eben gerade was gelesen. Warte, wer ist tot? Was mit Ronny? Wer ist Ronny? Ja, schon gut. Schon gut. Mach du einfach so, mal. So, sagt ihr drei, sagt ihr, wo wir hinfahren. Los. Hagengas. Hügel von der Tankstelle hier, wa? Hügel ja. B12, C123 und ja. Dem wär's mal gut. Ey, guck mal, wir stehen alle sogar in Reih und Glied in Rotte und unfassbar. Ich muss auch einen Löwe haben. Legen wir los. Was kostet der? Über 40 Euro, glaube ich. 40 Euro. Das geht aber. Boah, aber er macht zumindest viel Kohle, das ist genau. Cool. So sieht es aus. Money. Der ist doch so cool. Ich muss halt aber auch wirklich immer wieder sagen, also ich habe die ganze Zeit gesagt, also ab Level 6, 7 machen auch die Fights, wenn sie alle mitspielen, auch am meisten Spaß. Und das kann ich jetzt nach 3000 Gefechten noch bestätigen. Ja, ist ja das, was jeder von Anfang an in jedes Forum schreibt. Naja, alles andere dazwischen ist ein bisschen, ja. Mau.
Ah, dann geht's los. Boah, oh. Leck mich am Arsch, Alter. Du fährst auch relativ offen. Nein, ich bin in der Kuhle. Ja. So, wir warten erstmal, oder? Ob hier was rüberkommt? Da kommt er gleich hoch. Frage nur, da kommt er doch schon, sag ich doch. Ja, abgeprallt bei mir, war du Muschi. Piep, 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 piep. Bap, bap. Muschi ist doch nicht schlimm. So, ich fahr mal mit dir rüber. Ich fahr mit dir zu dir auf die Ecke. So heißt die Kette. Hier wieder die Ecke halten. Die Such kommt. Ja, oh. Kein Durchschlag. Ja. Seitlich, echt? Lol. Ja, ja. Wie alt ist das denn? Löwenpower. Das ist der Löwe, Junge. Ey, der hat einfach. Ich habe halt Glück gehabt wegen Baum. Das muss wehtun, ihr. Jetzt habe ich immer die Winkelspiegel zerschmettert. Warte mal. Achte du mal auf die IS, auf die Su und ich bleib, geh hoch an die Kante. Ja. Und damit ich die IS-3 da oben ja, in die Su ist erstmal, glaube ich, die hat P im Auge. Oh, die andere IS noch kommt noch mit rüber. Oh, okay, Tiger. Okay, der Tiger hat mir gerade eine gegeben. Nicht so weit vor. So stehen wir. Da kommt er wieder. Alter, woher. Oh, ja, ja. So, jetzt nehmen Kollegen sie mich hier aus. Lassen da unten, der Drecksack. Oh. Ja. Der kommt wieder, Steiner, er kommt, die Su. Ja. SI. Hier echt. Oh, von hinten! Ah ja, das ist der Tiger. Der ist ganz schön frech. Richtschütze ausgefallen. Erstmal wieder heile machen. Oh, nicht mal angekraut. Oh, zwei Abpraller auf von der Su. Boah, Glück gehabt. Oh, da kommt er. Haut weg! Ah, oh, scheiße. Komm nicht drauf. Too late. Kein Ding. Der bewegt sich sehr schnell. Also der ist nicht doof, der Spieler. Nee, der kann schon was ein bisschen, ja. Der wartet nur immer zum Reload, der wird mich zuerst probieren rauszunehmen. Du hast. Von daher. Wichtig ist nur das. So. Da ja, drüben stand doch noch was im Busch. Alle mal ja ein bisschen bouncy. Da ist er doch. Na komm. Na komm, Junge. Lass dich zeigen. Ne, er fährt weg. Nee, das ist der nicht. Das sind zwei ES3. Oh, hinter uns, ja. Hinter uns. Jan. Ich hab sie böse erwischt. Kein Ding. Der ist platt, ja. Abpraller, ey, leck mir eine Koch. Mist. IS-3 kommt wieder, glaube ich. Versucht's nochmal. Jo, ich stell, wir haben schon ein bisschen Bouncy hingestellt. Ja, ich guck schon dahin die Ecke, aber. Die Su, ah, mach doch mal einer die Su, bitte! Ja, wir kommen da nicht ran, weil drüben steht noch einer im Wald. Oh. Ja, ich bin auch gleich down, das aufgrund dessen. Jo, und da kommt der nächste. Scheiße. Hier ist 3, hat mir auch noch einen besorgt. Jetzt bin ich mit 200. Dass sie auf dich gehen und nicht auf mich? Ja, natürlich, weil ich der Schwächste bin hier. Von den Farben her. Auf der Flanke. Oh, jetzt kommt sie nochmal. Die willst du unbedingt wissen. Ich fall mal zurück. Komm doch auch nochmal zurück. Hab sie! Sehr gut. Sehr gut, dass sie weg ist. So, die IS kommen beide auf der Seite jetzt gleich. Da ist hier die eine. Ich muss nachladen. 6 Sekunden. Scheiße, ja, kommen die nicht ran im Wald. Es geht mir nicht, hinter. Ey. Die knüppelt mir da so an. Warum spielen wir nie so? Warum spielen wir jetzt auf einmal so? Weil wir den gleichen Typ am Panzer fahren. Deswegen kann man das auch machen. Ja, hat wehgetan, wa? Ah, oh, ich hab's nicht, ich bin nicht durchgekommen. Aber der tat gut. Der jetzt hat er die Schnauze voll. Der tat gut. 4 Sekunden noch. 3. Herr Praller. Bin voll. Jetzt werde ich riskanter. Ja, ob? Hier, jetzt was ist denn hier los? Ärgern. Was machen die denn da auf der Seite? Nichts? Ey, wenn wir das noch verlieren, ne? Also dann weiß ich auch nicht mehr. So, jetzt hat er verschossen. Jetzt müssen wir die Chance nutzen. Oh. Wo ist der AT-29? Hinter uns. Warum kümmert sich da keiner von der VK? Warum haut eine VK ab? Oh, ich kann mich aufregen über sowas. Ja, weil wir haben eigentlich perfekt gestanden. Die anderen hätten uns so decken müssen. Naja, der VK fährt weg. Und der hat den T-29. Der hat mich gerade rausgenommen. Jawohl, sehr schön, Steiner. Was ist der VK? Der AMX da oben soll mal darüber gucken, hier du Folge. Guck mal damit hin. Der ist doch voll echt, wirklich. Da könnte ich mich aufregen. Grad, aber hier, die kommt IS holt sie dir noch. Und die haben beide nichts mehr. Oder Tiger noch, aber. Er schießt da voll daneben. Achtung, so, IS kommt. Ja. Scheiße. Ah. Oh Leute, was macht der denn da hinten? Ich hab nur 2 Schüsse reingekriegt. Das ist mein Turm steckt fest. Oh, dreh dich seitwärts. Bleib so stehen. Ich kann's bleib erstmal so stehen. Oder lass jetzt warte. Sie kommt noch nicht. Ich bin gerade bei dir drauf. Die fährt zurück ein Stückchen. Warte kurz, bis er kommt. Jetzt geht er wieder. Die IS-3, dann mache ich den T-25 oder versuche 29. Jawohl. So, komm.
So, Mensch, passt. Dreh dich doch mal, ey. Oh, der ist so schwerfällig, ey. Soll ich Ketten fahren? Nimm dir die Punkte mit. Nimm dir die Punkte mit. Ich hab grad mal 600. Ich hab zwei Dinge. Der war schneller. Scheiße. Ich hab zwei Dinger reingekriegt, mehr nicht. Es ist unglaublich, weil ich mich gerade ablenken lassen habe durch die Zoo, ne? Das ist so. Ja, das war nicht leicht da unten, Björn. Wir waren ja nur links, rechts, links, rechts. Oh, naja. Scheiße! Ja, Panther, komm. Also, der Panther ist nicht so schlimm. Der könntest du von vorne unten. Er guckt nicht auf dich. Komm, nimm dir nochmal einen mit. Jawohl, uns. Jawohl. Schön, genau so wollen wir das sehen. So, jetzt hat er erstmal die Nase voll. Komm, jetzt jagen wir ihn. So, jetzt auf geht's. Warte, ich muss erst nachladen. Jetzt bist du der Gejagte. Ich muss erst nachladen. LOL. Ja, der sieht dich. Der probiert so jetzt Attacke. Nimmt ihn raus. Zwei Schüsse sind weg. Vogel. Oh, ist hier der T-71 tut. Der ist hier der Coyote. Nee, Hyäne, der von World of Tanks. Hier, jetzt bam. 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 Jetzt bam. Und nochmal los. Bam. Bam. LOL. Jawohl. In Sand geschossen. Mit Gold hat er geschossen. Oh. Pisser! Muss der Mann ja gesagt haben. So, das ist auch mal wieder eine schöne Teamauswertung, wenn ich ganz ehrlich bin. Steiner Platz 1 mit 11 direkte Treffer, 8 Wirkungstreffer. Björn hat 3 direkte Treffer, 2 Wirkungstreffer, 640. Ich habe 4 direkte Treffer, 3 Wirkungstreffer, 457. Und 8 Schüsse habe ich abgegeben. Ich schieße immer in Sand zurzeit. Ganz komisch. Ich sollte mehr mit Zoom wieder arbeiten. Ich glaube, das ist so mein Hauptproblem, was ich habe. Also, da ist wirklich ein Tipp durch die Mod, die wir haben. Das kann ich mal kurz vielleicht einwerfen. Also, das dementsprechend auf die Taste legen, die dir nahe liegt, und dass du halt immer nur per einen Klick rein, raus, und zum Schluss bleibt die Zoom-Position ja sogar gespeichert. Das ist nicht ganz, ganz vom Vorteil im Gefecht. Ja, muss ich mir mal vielleicht später anschauen. So, wir sagen erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Runde. Tschüss.